Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Miss Survival. Und sieht das nicht schön aus, wenn wir so aus unserem Fenster gucken, mit den zwei Möhrchen da im Beet, dem Auto und dem Van. Nee, es ist ein Wohnwagen. Es ist kein Van, es ist ein Wohnwagen. Ich weiß nicht, warum ich immer Van sage. Und dann hängt hier so ein bisschen das Gedärm noch rum. Wunderschön. So, ich habe überlegt, wir werden heute das Ding mit den Huhn versuchen. Muss ich die Hühner jetzt füttern? Das ist jetzt die Frage, die mich beschäftigt. Muss ich Hühner jetzt füttern? Oder nicht? Ja, wenn ich Hühner jetzt füttern muss, wäre blöd. Aber dann müssten wir uns noch Dings holen. Aber wir können uns ja erstmal einen Huhn holen. Wir sehen es ja dann, ob es verhungert. Also, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal noch den Hühnerstall. Und den bauen wir auf jeden Fall irgendwie mit hier hinten hin, würde ich sagen. Ja, mal gucken, wo der Hühnerstall war. Hier. Hier. Der ist ja auch so groß gewesen, ne? Das Ding. Ah, den können wir ja hier hinbauen. So irgendwie. Aber hier gehen wir eh nicht drüber. Sag nicht, ist das jetzt. Was ist jetzt hier gerade? Es ist nicht gerade. Tut mir leid. Das ist mir ein bisschen zu schief. Ihr wisst, der Monk und so. Ich weiß halt nicht, ob das Sinn macht, jetzt eine Hundehütte zu bauen und so. Weil der Hund, ich weiß vom Testbranch, dass der Hund drüben auf der anderen Map ist. Wir kriegen ihn, aber selbst auf dem Testbranch würden wir ihn gerade momentan nicht hier rüber kriegen. Weil der Tunnel nicht freikriegt. Weil du, also du kommst über den Tunnel, wenn du im Testbranch bist, kommst du nicht wieder hierher zurück. So, 15, 15, 8. 20 Blätter. Boah. Also, ja. Oh, ein Blatt fehlt. Hä? Wartet. Oh Gott, wir brauchen den Components, ey. Was braucht mir denn jetzt noch? Ah, die Nägel. 8 Nägel. Und es regnet wieder, ne? Aber es gibt wieder. Wir brauchten 15 Components. Okay. 8 Nägel, ein Component, ein Blatt. Das ist der Auftrag. Nägel? Nee, das sind nicht die Nägel. Nägel. Components. Ein Blatt. Ach, come on. Dieses eine Blatt. Wird jetzt hier wohl irgendwo zu finden sein. Mann, nö! Wartet, ich laufe vor zur Auffahrt. Ich hab's! Nein, das ist ein Stock. Dann würde ich sagen, fahren wir dann los. Und fahren mal in die Hunting Area und gucken, ob wir uns einen Huhn greifen können. Oh, wir haben doch da diesen Topf. Können wir da was reinpflanzen? Was will ich denn jetzt im Haus? Hier wollte ich gar nicht hin. Wo der Schneemann gerade drin steht in dem Topf. Ob wir da was reinpflanzen können? Weil dann würde ich dort vielleicht. Ich glaube, wir haben einmal Kornsamen, ne? Oh nee, wieso sind das jetzt in der Wand? Das finde ich jetzt. Oh, scheiße. Wenn ich das jetzt abreiße, ne, dann ist vorbei. Ich meine. Scheiße. Ich glaube, die Hühner gehen sowieso nicht da rein. Aber naja, gut. Wir haben unser Bestes getan. Sorry. Ich habe das nicht gesehen, dass das durchguckt. So, wartet mal. Können wir? Sorry, kleiner Schneemann. Ich setze dich mal dorthin. Ja? Hier sitzt du ganz toll auch nah am Feuer und es ist warm. Aber keine Angst, du schmilzt nicht. Du bist hier aus Stoff. Können wir hier was anpflanzen? Das ist jetzt die Frage. Tomate, Korn. Ich habe einmal Korn. Wir riskieren es. Wir riskieren es. Ja, genau. Bevor ich das jetzt riskiere, stellen wir das Ding erstmal anders hin.
hier so daneben. Kann man hier was reinpflanzen? Nee, da kannst du nichts reinpflanzen. Schade. Okay, dann müssten wir noch was bauen. Gab es doch so kleine. Guck mal, der hier sieht doch gut aus. Der ist wirklich klein. So, dann kann der Schneemann ja wieder dahin zurück. So. Komm her, du darfst wieder zurück. Deinen Wachposten. So. Hopp. Vier, zwei, der Soulsack. Und zwei. Den Soulsack hatten wir hier reingetan, ne? Der ist leer. Oh Gott, ich hänge im Kern. Vier Tücher, zweimal Nähzeug. Vier Tücher. Nee, kein Nähzeug mehr. Und unten noch Nähzeug habt ihr, ja, ne? Nö. So. Ist der Tag schon wieder rum? Ich hab kein Messer. Mach mal fertig hier das Ding. Was sind... Oh! Nebel. Kommt Nebel? Und warum ist das so dunkel? Das sah aus, als würde Nebel aufziehen, oder? Den Apfel können wir hiervon was harvesten? Harvest? Apfel? Ah, der wird trotzdem schlecht. Aber könnten wir das harvesten? Nee. Okay. Eat. Okay, das letzte Mal, als ich den Apfel geharvest habe, ist der auf einmal wieder auf 100% gesprungen. Deswegen dachte ich, das klappt vielleicht nochmal. Aber irgendwie nicht. Ja gut, dann nicht. Dann nehmen wir den Brokkoli hier wieder raus. Okay. Es ist 19 Uhr. Ich geh mal kurz ein Stündchen schlafen. Ist denn das jetzt hier wieder so dunkel, Mann? Hat er wieder meine Einstellung jetzt zurückgesetzt? Wer war das jetzt schon, Nebel? Ja, ne? Ja, wir haben... wartet mal, lag da was Großes gerade? Ich habe den Nebel verschlafen, sorry. Entschuldigung. Aber das war so dunkel, ich habe halt nichts gesehen. Naja, gut. Aber jetzt ist es wieder hell, ne? Strange. Wir sind jetzt hier schon 10 Liter durch. Ne, 5. Pflanze. Das ist ja doof. Schade, dass ich das Ding für umsonst gebaut. Was macht man jetzt damit? Wird
Tomaten dann da rein, ne? Die Frage ist ja, die Frage, die ich mir stelle, ist ja, wenn das ewig da drinne steht, das Zeug, und ich das nicht ernte, wird das dann schlecht? Keine Ahnung. Ah, vielleicht hatten wir die letzten Nächte immer Nebel. Und haben deswegen den Nebel nie mitbekommen und den einfach immer verschlafen. Kann ich mir schon vorstellen, dass das passiert ist. Schade. Da wird es wieder Zeit für Tagnebel, weil ich habe jetzt gerade wirklich überhaupt nichts gesehen. Habt ihr irgend... Also... Das war ja voll doof. Da penne ich den lieber, wo ich gar nichts sehe. Das haben wir irgendwie auch nicht gebraucht. Strange. Da rein. So. Okay, das sieht irgendwie komisch aus. Was ich noch machen wollte. Warte mal. Ich pack mal. Habe ich nicht noch irgendwo. Habe ich nicht noch irgendwo so eine kleine Kiste? Oder wartet, wir packen das einfach. Hier doch noch so viele Schränke frei. Wow, ich habe ja eine ganze Kiste mit Steinen. Ich renne los und suche Steine. Bravo, Susi. Du bist mein Held. Wirklich. Oh mein Gott, bin ich doof. Okay, jetzt mal ernsthaft, Leute. Wem ist das auch schon passiert? Ups. Upsi. Naja, passiert halt, ne? So, wir haben den Hühnerstall gebaut. Dann wollen wir uns einen Huhn holen. Oder vielleicht auch zwei. Mal gucken. Ich, wenn wir jetzt in den Nebel eh verschlafen haben, gehen wir mal ins Bett. Schlafen wir jetzt nochmal. 2 Stunden. 3. Im Zelt ist richtig. Weil im dunklen Auto fahren ist halt, ne? Ich möchte halt jetzt nicht irgendwo dagegen knallen. So, dann einmal richtig essen und trinken. Ja, ihr seid jetzt gleich komplett hin. Pfirsiche. Nom, 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 nom. Pfirsiche. Und noch eine Dose Pfirsiche. Ich überlege gerade, wo die meisten Hühner waren. Oben in der Hunting Area bei den Bären, ne? Da muss man so aufpassen, als wenn ich in den Bären renne. Ich möchte die Bären ungern töten, weil die hatten ja alle Kleine dabei. So, wisst ihr, die hatten ja Babys. So. Dann machen wir die mal noch. Okay, die kann ich nicht leer trinken. Ist zu wenig drin, oder was? Oder geht das? Okay, wartet. Dann halt hier. Ich glaube, ab einem bestimmten Punkt, wenn da zu wenig drin ist, kannst du nichts mehr trinken. Ist auch alles so ein bisschen buggy. Gut, dann gehen wir uns jetzt da einen Huhn holen. Wir fahren mit dem Camper los, weil ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir das Huhn im Wohnwagen hinten transportieren. Ich habe ja schon mal einen Huhn mit bis nach Hause genommen. Oder hatte ich noch keinen Zaun und nix? Hatte ich da den Zaun schon? Ich bin mir gerade unsicher. Nein. Oh mein Gott. Ich bin einfach geradeaus weitergefahren. Ich darf nicht hier immer so lang heizen. So. Ich habe Wendekreis wie ein Panzer. Guten Morgen, die Nachbarn. Hallo. Da ist schon der erste Bär. Fahr mal außen. Meine Hühner sind ja relativ laut. Das sollten wir ja eigentlich ganz gut hören. Keins. Der Wachturm hier vorne muss man irgendwo rechts. Ich glaube, da kann man. Da läuft doch schon eins.
Teil. Ihr? Nee, ne? Hi, komm her, komm. Was musste ich drücken? F. Ich hab's. Das ist aber ein Hahn. Oh Gott, hier ist schon wieder... Oh, das rutscht dir immer mehr in den Boden. Hier, bleibt da drin. Einen Hahn haben wir. Oh, ich freue mich ja jetzt schon, dass wir das Teil haben. Gucken, ob der da drinnen bleibt oder ob der uns flöten geht. Echt jetzt? Das ist ein Mini-Baum. Wo hatten wir denn noch einen Huhn? Ich habe irgendwo noch einen Huhn gesehen. Da muss ich meinen Camper auch mal wieder richten. Das Bett aus dem Boden holen. War das da hinten bei dem einen Haus? Nee, warte, das ist die Sackgasse, wenn wir jetzt hier lang fahren. Oh Gott. Oh mein Gott. Hier ein Auto fahren in diesem Spiel, ne? Hallo, Bär? Dich will ich nicht. Obwohl, dich will ich... Oh nein, du... Ach Gott, nee. Dich will ich definitiv nicht. Du hast ein Baby dabei. Ich würde mir noch mal einen von euch gern abholen. Ich würde noch mal so einen Bären wollen. Aber... Dann nicht, wenn du Kleine dabei hast. Hui. Eigentlich wäre es auch lustig, wenn man alle Camper, die auf der Map so rumstehen, einsammelt und bei sich vors Haus stellt. Da hätten wir so einen Trailerpark. Mein Hahn ist so ruhig. Ist der noch da? Du alleine? Ja? Bist du alleine oder hast du Babys dabei? Sehe ich dich nicht mehr. Wo bist du jetzt hin? Bist du despawned? Ich glaube, der Bär ist weg. Ich hatte keine Lust. Der hat sich gedacht, boah, ich habe meine Kinder nicht dabei. Bloß schnell weg hier. Aber ich suche ja noch einen Huhn. Guck mal noch eins. Hier war das letzte Mal auch ein Bär. Hm. Ich doch oben beim Wachturm noch mal. Mal reinfahren. Oder ist das meins? Ich höre Hühner. Oh mein Gott. Da ist aber noch ein Hahn auch. Gibt es denn hier keine Hühner? Hier gibt es nur Hähne. Ja, nehmen wir halt noch einen Hahn mit. Es geht ja nur darum... Das Vieh nicht. Oh, nein. Nicht alleine. Komm her, komm. Oh, wo bist du? Oh Gott. Komm her. Naja. Komm, ich habe einen Kumpel für dich. Scheiße, ich habe Kacke geparkt. Hä? Ist der noch da drin? Ja, der war noch da drin. Gut. Ja, ihr seid jetzt. Aber das sah jetzt gerade, als ich. Was macht denn ihr da hinten? Das sieht ja aber komisch aus, was ihr da hinten tut. Hm? Das ist nicht in Ordnung. Da hat es gewackelt hinten im Karton. Das finde ich nicht in Ordnung. Es rappelt im Karton hier. Ja, wir bringen euch mal nach Hause. So, gucken wir mal. Nicht wieder Ockwood. Nein. Oh Gott, nicht Ockwood das Vorfahren jetzt. Alles nur Männer, ne? Die überall sind.
Frauenquote ist schwindend gering. Muss man schon mal so sagen. Ich habe das neue Design von Scott gesehen und ich muss sagen, es gefällt mir ganz gut. Wie Scott dann aussehen soll. Ich bin ja auch gespannt, ob er überarbeitet, dass du einen Überlebenden vielleicht schon hier findest. Oder vielleicht den Hund oder so. Du hast auch aktuell hier ja nur zwei Überlebenden-Camps, ne? Zwei Banditen-Camps. Das kleine vorne. Nein. Wo seid ihr? Oh nein. Hä? Oh nein. Sie sind despawned. Warum? Aber der haben wir doch eben noch drin. Shit. Toll. Das ja. Okay, also es funktioniert nicht, Hühner in dem Ding zu transportieren. Habe ich jetzt gerade gelernt. Sollte man nicht machen. Kacke. Oh, dass er das immer schräg nimmt, das Zeug, ne? So. Das lassen wir in den Boden gebackt, das Ding. Das werde ich nicht anfassen. Das Graue können wir anfassen. Aber hier ist auch schon wieder leer, oder? Nee, wo sind denn meine Pflanzen? Das ist halt so ein bisschen eine Sache, die mich... Oh Gott, das ist ja alles im Boden. Ich muss sagen, das ist halt schon eine Sache, die mich ein bisschen nervt. Dass das hier alles immer in den Boden rutscht irgendwann. Verstehe ich halt auch nicht, warum. Und wie gesagt, diese Kiste, die da jetzt so tief im Boden steckt... die dreht sich immer weg, wenn ich die neu platzieren will. Deswegen kann ich die nicht platzieren. Und das Regal hier, das haben wir schon einmal verloren. Das ist schon uns einmal abhanden gekommen. Also, das ist auch schwierig. Cool, ich kann die Pflanze, die da drin ist, nicht mehr aufnehmen. Auch schön. Oh, Mann. Das ist schon irgendwie ein bisschen traurig. So. Das mit den Hühnern ärgert mich jetzt auch gerade. Also muss ich die Hühner dann anscheinend alle einzeln holen und hierher tragen, oder? Weil scheint ja nicht anders zu gehen. Weil ich habe gerade zwei Hühner verloren unterwegs. Die sind anscheinend hier hinten aus dem Camper gerutscht. Ich habe aber auch extra die Fenster zugemacht, oder? Ist hier ein Fenster offen? Nein, die sind zu. Ich weiß nicht, wie die rausgekommen sind. Das ist schon irgendwie frech, ne? Dass die einfach sich rausgeschlichen haben, die kleinen Pupsis. Naja. So. Die stecken auch im Boden, die auch. Komme ich an die Schublade hier noch ran? Das wäre mir das Wichtigste. Boah, das geht noch. Cool. Ey, Hühners, ihr seid nicht zufällig hier irgendwo rausgekommen? Oh, shit. Wo waren denn noch Hühner? In der anderen Hunting Area waren noch Hühner. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die da oben wieder finde. Ob die wieder spawnen da oben. Die Hühner, oder sind die zufällig auf dem Auto? Halt, in diesem Spiel ist alles möglich. Ich meine, die sind super leise. Nein. Tja, ich wollte Hühner. Aber anscheinend funktioniert das für mich. Das Ding ist, kann ich mit den Hühnern in der Hand noch Auto fahren? Das ging ja früher. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Wartet mal, können wir hier mal abkoppeln? Bist du abgekoppelt? Ja, ne? Dann fahren wir jetzt einfach nur noch mal mit dem Auto zurück und gucken, ob wir noch einen Huhn finden. Und gucken, ob wir damit Auto fahren können mit dem Huhn. Müssen wir jetzt nicht den Camper mitschleppen. Anders, mein Folgenziel heute war, einen Huhn in der Base zu haben. Nur zwei. Das ist schon ein bisschen ärgerlich gerade, ne? Das ist schon irgendwie doof.
so viel Mühe gegeben beim Hühnerfangen. Sie nicht zu erschrecken, wisst ihr, und sorgsam mit den Hühnern umzugehen und so. Oh, bist du wieder hier? Bist du das? Fred? Fred, bist du das? Bist doch du. Nein. Ja, die sind hier, alle beide. Bleibst du da drauf? Das sind meine zwei Hühner, die sind nicht weggelaufen. Pass auf, jetzt passe ich aber auf die Viecher auf. Latschen da hinten noch rum. Bleib da. Oh nein, 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 nein. Die backen sich raus. So, das eine schon wieder ab. Ich konnte mit dem gerade nicht Auto fahren, ne? Ich hab gerade, was läuft da, aber. Nee, das ist zu. Kann ich euch oben drauf setzen? Das zweite ist weg, aber das. Warte mal, oben drauf scheint die zu halten. Wie beim Ranch Sim, ey. Kennt ihr den Ranch Sim? Der ist so lustig. Das hat nichts mit Survival zu tun, aber da kann man auch Bären jagen. By the way. Ja, guckt mal, hier oben drauf bleiben sie lustigerweise stehen. Genießt ihr hier den Fahrtwind oder wie ist das? Okay. Hühnertransport der anderen Art. Aber. Ich brauche ein Thumbnail für YouTube. Hallo! Was ist mit dem? Bleibt schön da oben, ihr zwei. Aber das sind jetzt auch zwei Hühner. Jetzt habe ich keinen Hahn mehr. Vorhin hatte ich einen Hahn. Aber die sind beide nicht weggerannt, weil ich glaube, wenn man die einmal gefangen hat, dann rennen die ja nicht mehr weg. Ne? Bleiben die ja da. Frage, wie ich euch wieder runterkriege hier. So, wartet. Eins. So, ab jetzt haben wir Action hier in der Base. Jetzt ist laut. So, jetzt ist halt die Frage, muss ich euch Wasser... Oh, wartet, ihr habt keinen Wasserspender, ne? Wo waren die Hühner? Hier. Das muss ich noch bauen. 2, 2, 8 und 4. Jetzt halt die Frage, wo die Viecher jetzt in Zukunft immer rumlatschen. Dass ich den da den Wasserspender. Ich stelle den mal hier vorne hin. Das ist die Frage, wo ist denn das Ding, wo hier was rauskommt? Ich glaube, das hier könnte vorne sein, oder? Nee, diesen hässlichen Wasserspender dann da stehen. Ist egal. 2, 2, 4 und 8. Ich muss da noch. Ah, oh, das wird halt echt, ne? 2. Oh, shit, ich hab nur 6. Wartet, ich glaube, ich muss Components organisieren gehen. Das, wird hier nichts mehr sonst. Als zwei Wasserflaschen. Hatte ich doch hier. Wo waren denn die Wasserflaschen jetzt, die lernen? Guck mal, gut, dass ich die aufgehoben habe, ne? Ach, eine Säge und ein Hammer. So halt vier Bretter noch. So, und einmal Nägel.
Nashel einmal. Danke. Ach, so machen wir der Folge auch schon wieder am Ende. Aber dann haben wir wenigstens das Ziel erreicht und haben Hühner. So. So, F-Move. Guckt mal, wir stellen euch... Was ist denn das, wo ihr draus trinken könnt? Achso, ihr könnt da überall draus trinken. Okay, das ist praktisch. Dann stelle ich das Ding einfach hier hin. Interact. Nehmen wir hier so viele Wassercontainer. Ich weiß nicht, wie viel da reinpasst. Gift. 30 Liter, okay. Gut. Dann können wir uns mal ein bisschen was hier reinpacken. Mach erstmal 5 Liter rein und wir gucken mal, wie lange das hält. Was bist denn du jetzt hier drin, Huhn? Rutsch raus. Also so weit geht ja die Freundschaft nun auch noch nicht, ne? Huhn! Geh bitte aus meiner Küche, danke. Da, hast du was zu trinken. Kommt, ich zeig euch mal euer neues Zuhause. Guckt mal. Hier. Das ist für euch. So. Komm her, ich nehme ich auch mit. Guckt mal, das ist euer neues Zuhause. Nehme ich den Wasserspender auch mit hinter. So, bitteschön. Okay, gut. Ist jetzt Wasser noch drin? Ja. Gut. Meinen Fischis geht's auch gut. Perfekt. Haben wir unser heutiges Folgenziel doch erreicht. Habe ich doch noch meine Hühner gekriegt. Also, auf dem Autodach können wir sie transportieren. Das funktioniert. Haben wir wieder was gelernt. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch. Auf jeden Fall, wie immer, fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und ich hoffe einfach, dass wir die nicht füttern müssen. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Ja. Also bis dann. Bye, bye.